Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit dem letzten der Solid Principles, dem Interface Segregation Principle, beschäftigen. Und dieses sagt einfach aus, Nutzer von Abstraktionen sollten in ihnen keine Methoden vorfinden, die sie selber nicht aufrufen. Und auch dazu möchte ich nochmal kurz ein Szenario skizzieren, wie wir es eventuell haben. Wenn wir eben gerade eine Klasse schreiben, und die nenne ich jetzt mal hier exemplarisch plus Client, und wir schreiben hier gerade eine Methode in dieser Klasse und wir möchten eben dazu einen Objektaufruf innerhalb dieser Klasse haben, die eben von einer anderen Klasse kommt, die nenne ich jetzt mal Provider, und in dieser Provider-Klasse ist jetzt hier eine Methode, die ich eben hier drin aufrufen möchte, so in diesem Schema. Dann war ja sozusagen der Punkt des Dependency Inversion Principles, dass wir dieses High-Level-Module, das dieses Lower-Level-Module einsetzen möchte, nicht direkt adressieren, sondern wir sollen bitte eine Abstraktion dazu eben nutzen. Die nenne ich jetzt eben bloß mal iProvider, weil wir hier vielleicht ein Interface nutzen möchten. Und er implementiert eben dieses Interface, wo eben diese Methode hier definiert ist. Und diese können wir jetzt eben hier in dieser Reihenfolge jetzt direkt aufrufen. Und der Client kennt sozusagen bloß eine Abstraktion und der Provider implementiert eben diese Abstraktion. So, jetzt kann es vorkommen, dass vielleicht auf dem Provider noch andere Methoden drauf sind, die der Client aber nicht braucht. Er möchte eigentlich bloß hier auf diese erste Funktion zugreifen und auf die zweite und dritte eigentlich nicht. Der Punkt ist jetzt, wir sollten jetzt dieses iProvider-Interface so strukturieren, dass es für den Client angepasst ist. Das heißt, da ist genau hier eben definiert, dass es eine Methode ist, die schaut aus wie 1. Und das Provider noch zwei bzw. drei andere, also die zweite und die dritte hat, das ist für dieses Interface vollkommen egal, denn diese Abstraktion hier, die ist eben für den Client zugeschnitten, nicht für diese Klasse, die hier sozusagen etwas, dieses Interface implementiert. Es wäre also fehlerhaft, wenn wir dieses iProvider-Interface so strukturieren wollen, dass wir hier eben erste und die zweite und die dritte Methode drauf haben und er implementiert dann dieses Interface. So bitte nicht. Denn der Client, der braucht bloß die erste Methode. 2 und 3 sind ihm vollkommen egal. Man kann jetzt natürlich argumentieren, macht dieser Provider eventuell zu viel, verstößt er gegen das Single Responsibility Principle. Kann sein, ist jetzt aber gar nicht mal Gegenstand der Sache. Wichtig ist einfach, dass wir versuchen, die Interfaces für die Clients zuzuschneiden. Warum? Es ist in diesem Fall viel einfacher, eine neue Klasse zu bauen, die dieses iProvider-Interface implementiert. Das nenne ich mal neuer Provider. Weil wir hier letztendlich bloß eine Methode implementieren müssen. Das ist eben Punkt 1. Müssten wir nach diesem Modell vorgehen, dann muss ich eben, damit der hier dieser neue Provider dann funktioniert, da muss ich eben 1, 2 und 3 implementieren, und wenn ich das für den Fall eigentlich gar nicht brauche, dann kriege ich hier eben vielleicht so eine Not Supported Exception. In 2 und 3. Weil ich eigentlich bloß 1 unterstützen will. Für diesen Fall. Und wir sehen hier schon, einerseits ist es eben schwieriger, dieses Interface hier oben, sozusagen eine neue Implementierung dafür bereitzustellen, wenn hier drei Sachen drauf sind, obwohl er hier vorne eigentlich bloß eine braucht.
Und zweitens ist es natürlich für den Client auch viel einfacher, wenn er sieht, okay, ich habe hier eine Methode, die kann ich aufrufen. Anstatt drei zu haben, wo er vielleicht überlegen muss, was brauche ich denn jetzt genau? Vor allen Dingen, wenn eben neue Programmierer mit ins Team kommen und die müssen sich dann erst in den Code einarbeiten, dann ist das Interface Segregation Principle für die Gold wert, weil die Interfaces genauso klein sind, wie man sie eben braucht. Und natürlich kann man jetzt hier sagen, ja komm, drei sind ja nicht so schlimm. Das ist richtig, aber es gibt dann eben auch Interfaces, die haben ungefähr 15 Members. Ja? Jetzt mal hier in diesem furchtbaren Interface links unten angedeutet. Und das ist ganz sicher nicht der Sinn eines Clients, wenn wir den Client vor allen Dingen auch nach den anderen Solid Principles gestalten, dass es irgendwo eine Abstraktion gibt, ein Interface oder eine abstrakte Basisklasse, was auch immer, die 15 Members definiert, die eben die Subklassen implementieren müssen. Man findet solche Konstrukte teilweise im .NET Framework und schlägt dann die Hände über den Kopf zusammen, wenn man das tatsächlich mal selbst implementieren muss, wenn es auch nur zum Teil ist. Aber prinzipiell sollte man eben diese Szenarien hier vermeiden. Von einem Interface ableiten müssen, davon will man aber eigentlich bloß eine Methode implementieren und in den anderen schmeißt man Not Supported Exceptions, wenn die trotzdem versucht werden, in irgendeinem Client aufgerufen zu werden. So viel eben zum Interface Segregation Principle. Wenn wir uns eben hier diesen krassen Fall anschauen, dann kann man eigentlich im Wesentlichen sagen, dass das Interface Segregation Principle irgendwie das Single Responsibility Principle ist, aber eben für Abstraktionen. Wir sollen darauf achten, dass wir eher mehr kleine Interfaces bauen mit wenigen Members, die für die jeweiligen Clients zugeschnitten sind, als dass wir einfach aus den Klassen Interfaces ableiten, die dann eben einfach alle Members spezifizieren, die in der jeweiligen Klasse drin sind. Also das ist nicht der Fall, nicht der Weg, den man einschlagen sollte, wenn man dem Interface Segregation Principle folgen will. Ja, damit sind wir durch alle Solid Principles durch. Wir werden uns im nächsten Video nochmal eine kurze Zusammenfassung vor Augen führen, welche Auswirkungen denn es jetzt auf unseren Code hat, wenn wir die Solid Principles anschauen. Wir werden sie dann auch noch in einem späteren Kontext wiedersehen, wenn wir uns über andere Sachen, die mit objektorientiertem Design zu tun haben, auseinandersetzen. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!